Die Ergebnisse sind nicht mehr gefallen, die du augenblicklich erhältst und sich so abzeichnen, wie du die aktuell vorfindest. Da musst du dir die Frage stellen, was blockiert dich, welche Gedanken lässt du augenblicklich zu, um das möglich zu machen. Weil es ist immer eine Frage der Zeit, wenn du dem gegenüber nicht aufgeschlossen bist, mal eine Veränderung walten zu lassen, dann wird das für dich dauerhaft zu einem Problem und zu einer Herausforderung, überhaupt dahin zu kommen, wo du mal sein könntest. Weil alle anderen, die es verstanden haben, adaptiert und einsetzen. Die sagen sich ganz klar, das ist nicht etwas, was man einfach so unter den Teppich kehren sollte, sondern dauerhaft anbringen und anwenden sollte. Und erst dann, wenn du das in diesem Umfang für dich verstanden hast, wirst du zu dem Gedanken gut kommen, dass das der Schlüssel ist, um alle Türen zu öffnen. Und in dem Zusammenhang, lass dir gesagt, es gibt so viele Personen da draußen, die lassen sich nicht aufhalten, sondern die setzen noch einen Schritt obendrauf, um herauszufinden, was gibt es denn noch für Wege und für Mittel, um da dem Ganzen ein Garaus zu machen. Und solange du davon überzeugt bist, dass du nichts machen musst, sei dir wirklich gesagt, auch vom Verständnis her, dass das nur eine Frage der Zeit für dich sein wird, bis du das Licht abknipsen musst. Weil da sorgen andere Personen für, die so weit von der ganzen Einstellung her sind, um sich zu sagen, das ist überhaupt gar kein Problem, der macht das nicht, der hört mir nicht zu, der schenkt mir keine Aufmerksamkeit. Und aus dem Grunde, weil du das alles abwendest und ablegst, wird das zum Problemfall bei dir, weil du bist nicht offen dem gegenüber, was du irgendwann mal herbeiführen könntest. Und erst dann, wenn du genau diese Schritte gehst und verwendest und einsetzt vor allem, wirst du zur Gedankenquelle kommen von diesen ganzen Geschenken, die sich dahinter verstecken, weil die sind so, dass du für dich herausfindest, man muss die richtigen Geschenke nur öffnen und dann kommt da was Großes bei rum und raus. Und diese Situation, die ist so schön, die ist so brillant im Umfang her, dass du da gar nicht drüber Bescheid weißt, was es sein könnte, wenn du dich von dem Ganzen löst, wo du aktuell vorstehst. Du stehst so vor so vielen Türen und Toren, da kommst du nicht rein, weil du nicht weißt, wie man die öffnet. Und die Antwort, die du darauf haben könntest, die liegt hinter dieser Tür. Und solange du nicht von deinem Bewusstsein her so weit gehst, um dir zu sagen, es gibt Menschen, die können mich dabei unterstützen und begleiten, weil du das alles selbst erarbeiten möchtest, dann sei dir wirklich gesagt, es ist wirklich morgen eventuell schon zu spät, weil eine andere Kreatur da draußen, die hat das verstanden und die hat diesen Schlüssel in der Hand und braucht letztendlich nur noch die Tür zu öffnen und kommt da rein. Und diese Veränderung kannst du für dich persönlich bestimmen. Wenn du mit dem Ist-Zustand zufrieden bist, dann frag dich doch einfach nur mal, welche Ergebnisse kommen dabei rum? Sind die wirklich so, dass du das Höchste der Gefühle da rausholst? Und erst dann, wenn du weißt, dem ist nicht so, kommst du vielleicht ins Handeln und du fängst an zu rotieren. Aber was hast du davon, wenn du nicht weißt, welche Schritte du wann wie einsetzen solltest, um deine Klarheit für zu haben und die vor allem zu schaffen, so dass du ganz dich im tiefen Inneren darauf konzentrieren kannst, letztendlich, wie macht man das jetzt, so dass da was Großes bei rumkommt und vor allem, dass man herausfindet letztendlich, ich bin jetzt im Jahre 2024 angelangt, wie kann man das machen, dass diese ganzen Anforderungen, Ansprüche und Gedanken, die auf einen einprasseln, kann man die wirklich so ablegen, dass man ganz genau weiß, man hat das nicht nur verzeichnet, sondern auch verarbeitet. Und wenn du so das Ganze stückelst und staffelst, wirst du irgendwann mal herausfinden, dass es alles Blockaden gewesen sind, die du dir persönlich vor die Füße gelegt hast. Um dir zu sagen, ja, ich komme jetzt gerade vielleicht nicht mehr zurecht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wenn du das alles vor dir wegschiebst, um dir sozusagen das einzugestehen, diese Missetäter, dieses Misslingen von produktiven Anforderungen. Warum interessiert dich das so wenig? Du musst mal gucken. In der Tierwelt ist es so interessant, wenn irgendein Vogel oder was auch immer auf Nahrungssuche ist. Die suchen so lange, bis sie satt sind. Und erst dann wissen sie ganz genau für sich, kann man weitermachen. Und wenn du augenblicklich satt bist, weil du dir ganz klar sagst, ich habe schon so viel erarbeitet und so viel auf der Habenseite, warum interessiert dich das nicht, da noch obendrauf was draufzusetzen? Weil der Mensch ist da nicht für gemacht, letztendlich sich in stille Kämmerlein zu setzen, um dann zu sagen, reicht ja vollkommen aus, ist ja das Höchste der Gefühle, das Maß der Dinge. Und du musst für dich wirklich mal runterbrechen, was ist deine Intention, deine Ambition und was möchtest du überhaupt noch? Wenn Personen da draußen sind, dich aufsuchen und dir zu sagen, da ist noch mehr, da geht noch mehr, warum verschließt du dich davor? Warum sagst du dir, das brauchst du alles nicht? Weil dein Ego dir sagt, es ist bei dir nicht wichtig. Und du musst da überhaupt keine Veränderung walten lassen? Oder wie ist das zu verstehen? Nur weil du davon überzeugt bist, heißt das nicht, dass deine Mitbewohnerer bei dir im Ort, in der Region, genauso dem gegenüber aufgestellt sind. Was machst du, wenn die sich ganz klar sagen, ich öffne mich davor und dafür
dass da was stattfindet, dass man da drauf aufbauen kann. Ein Fundament, was nicht zerbricht und zerbröckelt und so zu verstehen ist, dass du mit allen Wassern gewaschen bist. Und erst dann wirst du verstehen, dass das das Rezept ist und die Antwort darauf, dass man da angreifen kann. Ohne dem, wenn du das alles nicht zulässt. Wie sieht das dann aus? Genau, exakt so oder eventuell so noch schlechter, wie du es augenblicklich vorfindest. Weil Personen, die du augenblicklich noch beschäftigt hast, das heißt nicht, dass die morgen noch bei dir arbeiten werden. Weil diese Wertschätzung, die du augenblicklich deiner beruflichen Situation entgegenbringst, das machst du meistens auch mit Persönlichkeiten, die bei dir augenblicklich arbeiten. Die eigentlich das Beste jeden Tag bei dir rausholen, du aber nur sagst, ja, ich bezahle dir ja zum Monatsende, das muss ja ausreichend sein. Ich kann dir mit auf den Weg geben, hier und jetzt. Das ist in 2024 nicht mehr der Fall, weil das machen so viele da draußen, so wie du es augenblicklich machst, aber die wenden sich irgendwann mal dir ab, weil die sich sagen, das Gehalt ist nicht alles, sondern der Mensch, der muss in den Vordergrund gerückt werden. Genauso wie Personen, die dich anrufen, die dir eine E-Mail schreiben, die dich aufsuchen, die ein Fahrzeug bei dir kaufen wollen, eine Reparatur oder was auch immer, beanspruchen. Wenn du daran nicht zum Zuge kommst, um da herauszufinden, wie kann man da eine Wechselwirkung herbeiführen, wird das nicht mal lange dauern, dann kannst du einpacken. Eine sieben Sachen und weißt vor allem, dass es zu spät ist. Und die Menschen, die dann zum Beispiel unter der Erde liegen, die können nichts mehr mitnehmen, aber du kannst noch augenblicklich alles vollziehen und bis ins Gröbste runterbrechen. Voraussetzung ist da, dass du das überhaupt vom Verständnis her aufrechterhältst. Dass du dir wirklich sagst, heute ist ein schöner Tag, aber was kann ich noch daraus machen, damit er noch schöner wird als gestern oder letzte Woche? Und erst dann, wenn diese Wahrnehmung bei dir stattfindet, dass du dir ganz klar sagst, das kann ich jetzt umsetzen und vor allem einsetzen, dann mach das doch jetzt einfach mal. Sprich mit Kandidaten, die ganz klar dir sagen können, das ist nicht das Licht am Ende des Tunnels, wo du dich gerade augenblicklich befindest, sondern da ist noch mehr drin. Für dich, für deine Zukunft. Und wenn du das jetzt möchtest, wenn du jetzt gerade augenblicklich darin eine Botschaft erkennst, die für dich wichtig ist und große Früchte tragen kann, dann schick mir einfach mal eine Nachricht. Dann gucken wir gerade augenblicklich, wo du stehst, wo du sein könntest und was das für dich bedeutet. Was du daraus alles entnehmen kannst, wenn du das zulässt. Und wie das für dich morgen schon stattfinden kann. Dass du auf diese ganzen Ungereimtheiten, die bei dir noch stattfinden, Zugriff bekommst, so dass sie gelöst sind. Dass du dich da nicht mehr mit beschäftigen musst, dass es keine Strapaz mehr wird und dass du da offen und vor allem brillant reingehen kannst, um herauszufinden, okay, das ist eine schöne Sache, da habe ich was draus gelernt und da steht dir auch die kommende zukünftige Zeit zur Verfügung, wo du wirklich dich persönlich dran aufbauen kannst, um eine Veränderung stattfinden zu lassen, die sich so zu verstehen ist, dass sie dir nicht nur das eine oder andere bringt, sondern die nächsten Geschenke, die sie bereit halten könnte, diese Zukunft. Und wenn du das möchtest, wenn du jetzt ganz klar sagst, das ist der richtige Zeitpunkt und du möchtest da was Großes draus machen und diese ganzen Einschränkungen beiseite räumen, dann mach das einfach mal. Geh auf meine Seite petersanter.de, teile es mit den Personen, wo du ganz genau weißt, die sollten das nur sehen, hören und verstehen und im besten Fall direkt anwenden. Und so, dass du ganz genau weißt, das kommt bei dir nicht nur an, sondern die setzen das um. Und so im besten Fall, dass es das morgen auch noch bei denen überschwappt und eingesetzt wird. Und wenn du eine Frage dazu hast, kommentiere mal hier unter dem Video und wir gehen da in dem nächsten Video darauf ein, wo du ganz klar wieder was draus entnehmen kannst. Weil es gibt nur Personen, die verschließen sich, die öffnen sich nicht und die haben keine Bereitschaft und sind demgegenüber auch nicht gewachsen und gewillt. Und wenn du dazugehörst, dann schalte jetzt das Video wieder ab, kümmere dich um irgendwelchen anderen Quatsch, aber deine Zukunft wird nicht mit reichen Geschenken versehen sein, sondern die halten wir für andere Autohausbesitzer bereit, die wirklich sich sagen, kümmern wir uns in dem Zusammenhang um das, was dann noch morgen für uns zur Verfügung stehen kann. Diese Brillantheit, diese Besonderheit und diese Einfachheit. Geh auf petersanter.de, setz dem Video einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder und ich freue mich darauf, wenn das bei dir jetzt Klick gemacht hat, wenn das bei dir angekommen ist und du ganz genau weißt, da muss was passieren, weil du weißt das. Es ist nicht zu spät, aber wenn du nichts veränderst, kann es morgen schon so sein, dass du gar keine Luft mehr zum Atmen hast und beerdigt werden musst oder eine berufliche Situation. Und damit das vermeidbar sein wird, morgen schon, geh auf petersanter.de. Ich freue mich darauf, wenn du was daraus entnommen hast. Ist auch eine richtig gute Sache. Dann freue ich mich darauf, dass wir zusammen ins Gespräch kommen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach das Beste daraus. Ich freue mich darauf und bis zum nächsten Mal.